Machen wir das doch. So, ja, da sind wir wieder. Moin. In der Höhle. Im Loch. Du bist auch noch im Loch. Hey, du bist fleißig am Bauen im Loch. Ja, abbauen. So. Abbauen ist ja auch eine Form von bauen, nur andersrum. Ja, ist richtig. Günther. Ach, damit sollten wir vielleicht auch mal aufhören. Stimmt. Ja, Da, wir haben so viele. Weiß ich nicht, Marotten, das ist schwierig damit aufzuhören. Das ist einfach drin, das ist angeboren. ja, und ich habe festgestellt, die Hälfte davon kommt tatsächlich aus Harry Potter. Ein Stein und der geheime Das Pornokeller. kann sein. Ohne Witz, ey. Ich muss mich so oft wegschmeißen, alleine weil wir die Sprüche verwenden. Weil so viel Scheiße drin vorkommt. Ja, sowas wie Nein, doch, oh und nix und Mumpitz, keine Ahnung, das ist Mumpitz einfach. ist am wichtigsten. Mumpitz ist halt Mumpitz. Das ist so wie Gronkh und sein So. Das geht einfach nicht mehr weg. So. Oh. Das Ding ist. Nix. Damit hast du ja angefangen. Ja, mit beiden sogar. Ich bin nicht stolz drauf. Doch. So, welche Höhe sind wir hier eigentlich? 15. Was? Opamann. Ich gehe mal in die andere Richtung. Oh, Kannst auch mal Scheiße. zu mir anschließen. Ich weiß nicht, was du Ist. machst. Habe ich eine. Mann! Jetzt habe ich eine Perle verworfen. Verdammt nochmal. Kann ich auch machen, aber du baust ja die ganze Zeit weiter, hast du gesagt. Ach so, da hinten läuft rum. Ja, nee, dann macht das keinen Sinn. Ich baue hier immer geradeaus durch. In welche Richtung denn? Das ist eine Was ist gute das denn Frage. schon wieder? Warte. Ja, in die Richtung, So. die du mich siehst. In die Richtung baust du? Ja, okay, dann macht das echt keinen Sinn. Dann baue ich in die andere Richtung. Ich hoffe ja, durch Glück irgendwie auf irgendwas Tolles zu stoßen. Was ist das hier Das ist überhaupt? so ein Tunnelsystem wäre cool, aber ich glaube, dafür sind wir einfach zu tief. Da sind wir echt zu tief für, ja. Also ich baue ja Aber auf Höhe ich. 11, weil das die optimale Höhe ist zum Diamanten Mach ich hin. auch. Mach ich Und auch. ich glaube, da kann man keine Dings finden, Ja, Dingensbumsen. höchstens eine andere Schlucht und da könnte vielleicht eine drin sein. Ja. Das ist, du weißt schon. Möglich. Und ein bestimmter Name. Jetzt bin ich verwirrt. Ja, das ist richtig, Günther. Mann, Ah, ich wollte es extra nicht aussprechen. okay. Ich wusste eben doch echt nicht, was du meinst. Okay. Also ein paar mehr Diamanten wären echt noch cool. Vollständige Diamantrüstung und so, das wäre schon awesome. Das wäre echt awesome. Also, wie ist jetzt der größere Plan? Du baust demnächst noch deine Hütte. Und dann gehen wir auf Wanderschaft. Ja, Hütte, genau. Oh, Nebenbei noch so perfekt. die Küche mit Verzauberungstischen hoch, mit Bücherregalen hochziehen und einen Verzauberungstisch so. Ja, darum würde ich mich dann demnächst kümmern, Aber ja, dran auf denke. Wanderschaft können wir gerne auch nochmal gehen, ja. Ja, auf jeden. Bisschen dunkel hier. Aber da, eben. Da komme ich, okay. Allen möglichen Scheiß, ne? Keine Diamanten. Perfekt wäre es natürlich, wenn wir so einen japanischen Tempel finden würden, wo so Rüstungen und so drin sind. Das Cool. wäre natürlich awesome. Dann bräuchte man keine Diamantrüstung, dann nehme ich die. Die ist nämlich auch gleich verzaubert und so. Das wäre richtig cool. Obwohl ich, glaube ich, die nie tragen würde, weil mir die zu schade wäre.
Ich höre Fledermäuse. Ist Shiny Ore. Das sieht doch recht ähnlich aus wie Diamanten. Sind aber keine Was ist zäh, Wunder. braun und fliegt in der Luft? Fledermaus? Nee, eine Ledermaus. Yeah. Tut mir leid, mein Grünzirpen, das habe ich nicht auf dem Rechner. Aber es ist doch Das ein ist Witz nur. von Alexa. Wem? Von Alexa. Von Amazon Diamanten! Echo. Echt? Sau. Ja. Alter, was ist das denn für ein Flöz? Blöds. Ich glaube, so heißt das doch, oder? Das ist ein Flöz. Ja, hier, wenn du so eine Ader hast. So, echt? Goldflöz. Weiß nicht. Blöds. Weiß nicht, das heißt doch so, oder? Keine Ahnung, kann Egal, wer sein. das ist, schreibt es in die Kommentare. Klingt auf jeden Fall lustig. Dann hatte ich gerade eine Redstone-Flöz. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich meine, das müsste so heißen oder so ähnlich. Ja, ich glaub dir das. Das waren 7 Diamanten, Klingt du. nur lustig. Sieben, Sieben Alter. Stück am Stück. 7 Stück am Stück. Ja. Und perfekt, meine Eisenspitzhacke ist damit auch weg. Ja, noch ein bisschen mache ich mit dem Diamant, aber nur ein bisschen. Für Redstone. Heftig, heftig, heftig. Level 28. Ab geht 29. da, der Peter. Hol auf. Oh, ich höre Lava. Lol. Wir haben unsere Schlucht gegraben. Ich habe in unsere Schlucht gegraben. Maul. Egal. Weiter geht's. Oh, Spitzhacke im Argen. Mist, ich glaube, ich habe keine mehr. Ich höre hier irgendwo Lava. Wo ist die Dann denn? ist das für mich doch perfekt. Dann gehe ich jetzt nach oben. Okay. Perfekt bei der Treppe rausgekommen. Ist ja witzig. Witzig. Ja, ich komme demnächst nach. Aber echt gute Ausbeute. Und man gut, dass wir diese dämlichen Rucksäcke jetzt endlich haben. Ja, und mein gut, dass du mich daran erinnerst, dass wir sie haben. Das war auch sehr gut. Das gibt's nicht. Irgendwo höre ich die Lava. Ich bin so froh, meinen neuen Kopfhörer zu haben. Mir geht das echt gut. Also mit den In-Ears hat man nichts gehört. Da kann man gar nicht zuordnen. Zuordnen. Oh, das Zuckerrohr wächst. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ernte ich gleich mal ab, auch wenn nicht alle gewachsen sind. Das macht doch einfach nur die Gut. oberste Schicht ab. Dann haben wir nämlich genug. Also mache ich das immer. Ja. Mach ich ja auch, aber manche sind Also. noch nicht auf 3 gewachsen, sondern nur auf 2, aber ich hau Ach trotzdem so, ja, alles weg. das ist ja scheißegal. Ich dachte jetzt, du willst alles abreißen, daraus Bücher machen. Das wäre halt echt scheiße. Nein. Hä, wo kommt die denn jetzt her? Jetzt habe ich hier wieder eine Eisenspitzhacke. Nein. Ja, ist doch dieses, das der Mod, das Plugin da, was immer runter. Das ist doch manchmal Buggy? Okay, ja, stimmt. buggy, genau. Buggy. So, da haben wir noch Kohle. Die Erst auf der Suche, Öfen ich höre die Lava und ich aufgefüllt. weiß nicht wo. Silber rein. Silber rein. Eisen rein. Das Geld rein. Egal, dann buddel ich die Dinge jetzt auch noch weg. Düm, Das schon mal düm, wegsortieren hier. Das Salz. düm, düm, düm. Das kann ich drin behalten. Das brauche ich noch für die Hütte. Für die Hütte. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Mehr als sonst. Respekt. Oh, weg mit dir. So. Kohle, 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 Wie viele Diamanten hast du Kohle. jetzt? Acht. Wir haben 13 Diamanten. Junge, 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 Junge. Ja, Mensch, hör auf. Läuft. Kohle. Ich wollte mir auf jeden Fall ein Diamantschwert draus Mal machen. hier hin.
das ist ja fies, ey. Ich habe hier irgend so Cobblestones hin, ne? Zack. Ich habe hier irgend so einen komischen Stein. Komatilit heißt der. Der ist halt so orange. Komatite! Genau. Und da ist halt auch Eisen drin, aber das siehst du so gut wie gar nicht, weil es halt fast den gleichen Farbton hat. Voll klompiziert. Versteckt sich vor dir. Angst abgebaut zu werden. So sehe ich das auch. Eigentlich nochmal versuchen, große Rucksäcke zu machen. Wenn ich hier am Braten bin. Fäden. Ah, scheiße. Verdammte Axt. Ist grad, nein, Fäden. Wird's gerade Nacht? Oder wird's gerade Tag? Gerade Tag. Maul. Ich hab's nicht mehr auf Spinnenjagd gehen. Na gut. Schade. Haben wir erstmal das Zuckerrohr geerntet. Zuckerrohr. Vor allem bei mir kam es auch genau gleichzeitig, ne? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich glaube, bei mir war es auch gleichzeitig. Wir müssen echt mal einen Schundfilmabend machen, ich sag dir das. Schundfilmabend? Ja, wie ich vorgeschlagen hatte. Aber dann, jeder bringt einen Film mit und dann schreiben wir den auf Zettel, packen den Hut und ziehen einen raus. Und den gucken wir dann, dann betrinken wir uns nebenbei. So mit den ganzen Klassikern. One Night in Roxbury. Das ist doch wie Schund. Das ist ein Klassiker. Ja, also ich sag mal, was normale Menschen als Schund interpretieren und wir sehen das als Klassiker an. Okay. Ich hätte jetzt wirklich Schund mitgebracht. Nein, Rasenmähermann gucke ich nicht nochmal. Nee, der Rasenmähermann 2. Der Rasenmähermann ist ja sogar gar nicht so schlecht gewesen. Geht. Oder Three Ninjas Mountain Man oder nee, Mountain Mission oder so. Metallgaugen. Richtig geiler Film, sag ich dir. Dann bringe ich aber Postman mit, ich sag dir das. Das und Waterworld. Kannst du gerne tun. Oh nein, nicht Waterworld. Alles aber nur nicht Waterworld. Und ich komme mir gerade nicht klar. Was mache ich hier eigentlich? Mumpels. Waterworld habe ich sogar auf Blu-ray. Eber machen. Was? Ja, wow. Waterworld müsste ich auf Blu-ray haben. Ich kann schlecht gucken. Ja, und Postman will ich ja immer noch auf Blu-ray haben, aber den gibt es auf Englisch ohne deutsche Tonspur und das ist halt Plunder. Oder auf DVD, aber DVD kaufe ich nicht. Den will ich schon High Definition haben. Was braucht man nochmal für Bücher? Ach, da brauchen wir ja auch Leder für. Scheiße. Scheiße. Oh, du Mumpitz. So. Er sagt, du Mumpitz. Verdammt. Ja, ich sehe meinen Fehler ja ein. Es tut mir leid. Es tut mir leid. 13 Bücher. Nice. Nice. Sehr gut, sehr gut. Heb mir aber auch ein paar auf, damit ich meine Level runterkriege. Kann das hier noch durchswitchen bei 1,7? Oh, das ist ja awesome. Okay. Efficiency, schade. Das ist die Effizienz? Ja. Doch geil für die Spitzhacke. Sharpness, geil. Aber Sharpness haben. Sharpness, geil. Da ist Wasser. Bei mir ist Wasser. Er sagt, bei ihm ist Wasser. Verdammte Kacke. Mann. Power. Ihr seht, wir machen das echt nicht mit Absicht. Ja, ciao. Das ist Protection, cool. Nehmen wir das untere. Da hoch und neben mir sitzt hier gleich so ein scheiß Keeper und ein Zombie und. Efficiency. Nehmen wir mal ein Zweier. Protection, cool. Und Sharpness. Voll. Sharpness, jawoll. Stirb, du scheiß Zombie. Damage? Oh, was ist denn Damage? Echt? Schaden? Aber was ist das? Was ist das mit Verzauberung? Noch nie gehört.
Protection. Damage. Schaden? Ach, so, nee. Thorns ist Thorns. Damage. Sagt mir gar nichts. Hä? Was ist denn Damage? Aber ja, cool. Vielleicht irgendeine neue Verzauberung. Räumen wir hier mal ein bisschen auf. Hier ist nur eine Spitzhacke. Dann machen wir mal da alles rein, was nicht Sharpness ist. Wie gesagt, die anderen habe ich in das Bücherregal gepackt. Bei dir. Ach da! Ach so. Ach du, bei dir jetzt eins gemacht. Ja. Okay. Ja, ups. Dann habe ich gedacht, das wäre doch eine coole Idee, wenn ich das in den Dingsraum mit reinpacke. Wie kann man das? Das gemacht. Ah. Bin ich das Ding gleich richtig? Ah, wenn ich schon mal hier bin. Da komme ich hier nicht wieder. Dann machen wir das doch. Ach, scheiß drauf. Kohle lasse ich hier. Habe ich keinen Bock drauf. Die Arbeit. Aus. Ja, ja. Protection. Efficiency. Boah, mal gut, dass du gerade aufnimmst. Wieso? Ach so, richtig am Längen bei mir. Ich baue einen Block ab, er ploppt wieder hin. Dauert einen Moment. Aha, da kommt jetzt das Zeug raus. Super. Bestimmt meine Schwester, die das Internet mir im Handy blockiert. Ja, unverschämt. Gut, wahrscheinlich guckt sie sich gerade unsere Minecraft-Folgen an, von da darfst du das. Aber trotzdem. Dann ist in Ordnung. Sharpness 2 und noch ein Sharpness 2. Dann ein Sharpness 3. Vielleicht habe ich keine Level mehr. Nämlich jetzt. Sagt, heb mir auch noch ein paar Bücher auf. Musst du noch eins machen. So, perfekt, cool. Ich habe jetzt ein Sharpness 3 Buch und zwei Sharpness 2. Die kannst du noch mal zum Dreier machen. Dann haben wir zwei Dreier. Läuft. Geht dann nicht auf 4? Dann machen wir Schwerter, würde ich sagen. Ja klar, es geht bis zu 5. Aber dann hat halt ja, nur einer das, ne? Ja, machen wir das gleich Maximum, oder? Ja, also ich brauche nicht unbedingt ein Schwert. Ich habe lieber eine gute Spitzhacke. Also ich nehme dann gerne das Effizienz. Okay. Ich würde sowieso eher Haltbarkeit nehmen fürs Schwert. Kannst du auch drauf machen. Na gut, dann... ist eigentlich ein Plan. Dann machen wir so lange weiter, bis wir alles Maximum haben. Also, bei Schwert dann Sharpness 5. Unbreaking 3 ist, glaube ich, Maximum normal. Ja, genau. Und Flame würde ich noch draufballern. Aber also ja, Fire Aspect. Nur einmal. Fire Aspect. Ja. 2 gibt es. Ich weiß nicht, hast du eigentlich geguckt, steht beim Crafting Table daneben, was rauskommt? Nee, ne? Nee. Schade. Das ist ab 8, aber bei 8 hast du dann halt die Chance, noch was Zusätzliches zu kriegen. Nee, das ist nur bei uns. Ja. Nee, bei 8 ist es dann so, weil, der Enchanted das... Mod ist auch hier drin, ne? Ach so, war echt? Cool. Wir machen das ja über Plus Add. Ja, vielleicht ist dann Damage davon irgendwas. Weil, wie gesagt, Damage sagt mir gar nichts, was das ist. Keine Ahnung. Wo wollte ich hinaus? Ja, bei 8 steht es halt daneben, was es ist, aber du hast halt immer andere Sachen. Und die sind fest. Also wenn du einmal einen Sharpening Table aufstellst, hast du da feste 3 Sachen drin. Die kriegst du nicht weg. Erst musst du wieder was verzaubern, dann sind da wieder andere Sachen drin. Genauso mit den Bücherregalen. Ja, das ist mir bewusst. Aber das ist hier nicht so. Hier packst du es immer wieder neu rein und dann sind immer wieder andere Sachen. Ah, okay. Hierfür habe ich ein Zombie Brain gefunden. Ganz wichtig, ich habe es gefunden. So. Coolen Bogen kann man sich auch schon machen. Bei Powerbücher. So. Sehr gut. Gut. Ja. Guck mal, was unser Feld macht. Mach das.
Ansonsten kannst du dir mal ein paar Karotten schnappen und ein paar ein bisschen Getreide und einmal die Viecher durchfüttern. Und dann kannst du eigentlich auch ein bisschen Leder farmen. Also ich sag mal so die Hälfte, also wenn du das alle gefüttert hast, kannst du die Hälfte der Kühe umlegen. Nee, fällt es noch nicht ganz fertig. Haben wir noch Karotten und Weizen übrig? Ja, müsste ohne Problem noch genug in der Kiste sein. Also Getreide auf jeden Fall. Ah nee, da habe ich ganz viel Toast draus gemacht. Schade. Aber eigentlich müsste noch was da sein. Das sollte reichen. Haben wir Karotten eigentlich auch angebaut? Ja. Okay. Die sind neben dem großen Feld, was ich neu angelegt habe, sind links davon noch ein bisschen tiefer gelegt zwei Felder. Da sind die Karotten. So, so. Ah, hier. Ach, die kann man auch so ernten. Ah, das ist ja cool. Ah, ja, Karotten schon. Das ist ja cool. Nice, nice. Eine Spinne. Okay. Oh, und ich bin auf Kuh gekommen. Wenn ich schon mal dabei bin, kann ich hier auch alles einmal abernten. Was ist mit dem Korn, wenn der gewachsen ist? Den einfach weghauen oder wie ist das? Ja, dann kommen die Samen raus und die pflanzt du wieder ein. Ah. Ich hab nichts mehr, das meiste habe ich hier geplündert. Nein, aber zurück. Ups, egal. Das geht gar nicht. So. Alter Vater. Oh, doch keine Fackeln, Mann. Oh. Oh, ich habe ganz schön weit gebuddelt, muss ich ja sagen. Der Gang ist richtig lang. Der Gang ist richtig lang, sagt er. Weißt doch, was sich reimt, ist gut. So. Schick. Ah, die Kürbisse. Fertig. Sehr gut. Sind's aber keine. Kann man die auch irgendwie anders abernten? Kürbisse, das Samen rauskommt? Die Kürbisse? Die packst du ins Inventar und kannst Samen draus craften, aber 5 Kürbisse reichen massig. Man kann zwar Kürbisbrot draus machen, aber pff. Sagt, wir sollten nur von den wichtigen Sachen viel anlegen und den Rest hat drauf geschissen. Jut, Juri, meiner! Und ein Feld haben wir hier noch drüben frei. Da habe ich nämlich vergessen, dass wir dort schon die Bären haben. Die kommen nämlich alle Bärchen, die wir haben, hier in, so in die Reihe. Genauso wie es gemacht ist. Wow, perfekt. Schreck mich doch nicht so. Hallo. Ach, was kommt da jetzt für ein Vieh anmarschiert? Ah, hier sind auch Karotten. Alles klar. Genau. Gut, dann mal auf zu die Tieres. Weißt du, wie man die Äpfel ernten kann? Die anklicken? Brauche ich dafür was? Ohne was in der Hand rechtsklick. Aber die müssen halt erstmal reif sein, ne? Es dauert ein bisschen. Ja, sie sind aber rot. Die sehen schon reif und lecker aus. Ja, das muss nichts heißen. Okay. Hier das. Da ist es. Geil. Kommt her, Schweinis, kommt her. Alter Vater. Weg. Ist Squash? Kommt her. Nee, das geht gar nicht. Ist denn zur Hölle Squash?
Fressi, Fressi für euch. Weiß ich nicht. Sagt mir auch nichts. Okay. Ich hab zuerst eben auf Birne getippt, aber die wächst nun mal auch am Baum. Na, Bärchen. Hast du ihn eingesperrt? Ist ja witzig. Den was? Den Bären. Der Bär ist, ich weiß nicht, seitdem wir hier die Hütte haben und du den angeschleppt hast, habe ich den eingesperrt. Ja, meinte ich ja gerade, hast du ihn eingesperrt. Ja. Ja, wie gesagt, das ist schon bestimmt 10 Folgen so, mindestens. Ich war hier schon lange nicht mehr unterwegs, du. Ich sag das. Ja, mach doch nicht so einen Krach. Junge, 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 Junge. Jut, jut, Jori. Dann hau ich mich mal wieder in dein Bettchen. Ja, ich bin noch am Einsortieren, also da kannst du länger drin liegen. Echt? Okay, dann sortiere ich auch noch ein. Ups, das war nicht die spannendste Sache, aber das muss, das muss. Redstone sollten wir vielleicht in eine große Kiste packen. Ne, wir können die auch erweitern, wie gesagt, ne? Kann ich ja eigentlich mal machen. Ja. Können wir das Gold für verwenden zum Beispiel. Brauchen wir eigentlich so nicht. Oder noch nicht. Aber erstmal nicht. Horn haben wir noch gar nicht einsortiert. Dann kommt das hier mit hin. Bambuschut. Hol ich mal hier mit rein. Grape. Grape, Grape, Grape kommt da mit hin. Blaubeeren haben wir dort. Sand haben wir da. Oh Mann, ich will auf jeden Fall ein richtiges haben mit automatischen Einsortierer. Das muss. Geht das mit den Dingern? Ja, das geht damit. Richtig schön viel Salz, du. Da können wir richtig schön was kochen von, du. Ja, gut. Harris. Boah, dann mache ich noch was im Rucksack für euch hier. Jo. Da. Eros. Ja, wie weit bist du? Dann können wir nicht auch Feierabend machen. Feierabend. Ah, warte, ich. Ja, gleich. Lass mich hier noch gehen. Ist noch Kohle übrig? Ah, ich hasse es. So. Machen wir hier den schwarzen Gold schon irgendwo? Oh nein, nicht den Rucksack da rein. Ja, ja. Alles nicht so easy, ja? Ja. Oh. Jetzt der richtige. Ja. Komischen Scherben können wir auch hier mit reinballern. Gut, dann mache ich mal hier Schluss, weil das Einsortieren können wir auch noch jetzt ein bisschen gleich aufscreen machen. Ich bin jetzt eigentlich fertig. Okay, dann Attacke ab ins Bettchen. Ab ins Bettchen. Okay. Ja. Ups. Oh. Ja, wird auch Zeit. So wie das hier am Leggen ist, ist das glaube ich besser. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.